Hallo, ich bin Jette und ich habe diese Woche beim Graffiti-Projekt mitgemacht. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu lernen, wie man Graffiti macht und auch viel über das Weltkulturerbe zu lernen. Und es war sehr interessant. Hi, ich bin Maggie und ich bin hier beim Weltkulturerbe-Projekt als Praktikantin von Kubo dabei. Ich bin im Projekt Graffiti und wir machen hier eine riesige Wand mit ganz vielen verschiedenen Gesichtern. Zum Beispiel Gandhi oder Anne Frank, so als Freiheitskämpfer oder als politisch wichtige Personen. Und dann schreiben wir noch einmal ganz fett Diversity drüber, um nochmal klarzumachen, dass Vielfalt super wichtig ist und auch im Weltkulturerbe einen hohen Stellenwert hat. Guten Tag, ich spreche hier vom Welterbe-Projekt Podcast. Und ich will euch vorstellen, was wir halt beim Podcast machen und was halt für mich bedeutet. Was wir hier gerade in unserer Gruppe machen, ist halt über dem Rathaus, über das Welterbe, was halt die Bedeutungen sind, was halt auch wichtig ist, über viele Communities, nicht nur in Deutschland, auch auf der ganzen Welt, weil es gibt viele historische Sachen, die man auch erkunden kann, wenn man auch die Lust dafür hat. Und ich empfehle es wirklich für die jüngeren Kinder, mal irgendwie da mal irgendwie zu schauen, weil man kann hier wirklich sehr nette Leute treffen. Und es gibt auch verschiedene Projekte, zum Beispiel Malen, Graffiti. Da lernt man auch wirklich was, was man nicht so tagtäglich sieht. Beim den Welterbetagen fand ich es auch sehr toll, dass es ganz viele verschiedene Schulen sind. Also nicht ganz viele, aber verschiedene Schulen. Und wenn man zum Beispiel nicht so viele Freunde hat, könnte man auch welche kennenlernen. Und generell ist es auch toll, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Bei uns zum Beispiel malten wir die Bilder zu dem Thema, aber auch mit einem Teil von uns selbst, so wie wir es sehen. Und ich hoffe, wenn sie ausgestellt werden, werden sie auch vielleicht irgendwelche Leute beeindrucken. Und jemand wird es schön finden, jemand wird es vielleicht was bedeuten. Wahrscheinlich Touristen. Ja, also wie gefällt es dir denn im Projekt? Mir gefällt es sehr gut im Staubprojekt. Mir haben die Führungen durchs Rathaus sehr gefallen und generell auch die Idee, dass wir von der Gotik in die Schwerelosigkeit kommen und dann im Zahm, also dem Fallturm, diesen Schwerelosigkeitstest machen. Die Idee dahinter und auch die Umsetzung fand ich sehr toll. Ja. Ich finde das auch, das war richtig spannend und die Gruppe war irgendwie total nett und jetzt sind wir gerade sehr fleißig am Arbeiten. Wir hoffen, dass wir das noch schaffen bis zur Ausstellung, weil wir machen so eine 360-Grad-Tour und da sind praktisch solche Punkte und dazu schreiben wir Texte. Vielleicht machen wir auch noch Audios, das wissen wir noch nicht genau, aber ja, da sind wir gerade am Arbeiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hab viel gelernt während den Tagungen und ja, ich würde es empfehlen für eigentlich jeden. Es macht Spaß.